Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Murder to Suspect. Leider stehen wir ja wieder hier, weil wir in der letzten Folge den Raum hier verbuggt haben und ich muss jetzt hier. Hast du mich vergessen? Liebe Joy, oder wie hieß sie? Ich habe den Namen vergessen. Hab sie. Ich suche besser Joy und schaff sie her. Verbuggt habe diesen Raum. Verdammt. Und wir haben uns wegen der Schocktherapie Sorgen gemacht. Bereits ein Dachschaden. Na schön. Finde raus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Dieses bedeutet Schutz. Warte, Vertrag? Sie weiß es noch, sie weiß es noch! Okay. Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Das kennen wir ja auch schon alles. Ich glaube, das muss ich nicht machen. Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Sind diese Dinger für eine Art Kunsttherapie oder sowas? Macht nein, blau. Blaue Augen. Kalt wie der Tod. Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen. Wolfsaugen. Blaue Starren. Ach shit, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Oh fuck. Ist. Das ist aber neu.
Mann in der Kiste. Eine Reihe mysteriöser Erinnerungen gesammelt. Flashback abrufen. Ich war lange Zeit Inspektor für die Abteilung psychiatrische Gesundheit im Ministerium. In dieser Zeit habe ich viele Einrichtungen und viele fürchterliche Dinge gesehen. Aber nichts kommt an die grausigen Ereignisse heran, deren Zeuge ich im Fairhaven-Sanatorium wurde. Ich reiste das erste Mal 1926 dorthin, um Behauptungen zu Überfüllung und Vernachlässigung zu untersuchen. Jedoch war Fairhavens Ruf schon vorher angeschlagen. 1911 öffnete Fairhaven seine Tore zum ersten Mal. Ein berüchtigter, gewalttätiger Krimineller namens Jack Yates war der erste Patient. Er sollte das strahlende Beispiel der Kompetenz des Krankenhauses werden, die psychisch Gestörten zu heilen. Als jedoch die Familie des Leiters zu Besuch war, befreite Yates sich aus seiner Fixierung und tötete die Ehefrau des Mannes. Jahrelang wusste niemand, was mit dem Leiter oder Yates passiert war. Bis zu meinem Besuch. Als ich in der Anstalt ankam, begrüßte mich Leiter Wallace Halstead an der Tür. Vielleicht lag es an dem Trauma von vor ein paar Jahren, aber er schien so leer und ungepflegt wie seine Patienten. Als ich meine Bewertung vornahm, konnte ich nicht umhin, als zu bemerken, wie nervös er wurde, als ich an einer kleinen Besenkammer vorbeikam. Natürlich hielt ich es für nötig, herauszufinden, warum. Entgegen Dr. Halsteads Protesten öffnete ich die Tür und wurde von dem Gestank menschlicher Exkremente überwältigt. Als das Licht über uns anging, war ich anhand dessen, was ich sah, entsetzt. Ein ausgedörrter Mann lag in Ketten und völlig verdreckt am Boden. Viele Jahre der Dunkelheit hatten seine Haut, Haare und Augen milchig weiß werden lassen, als wäre er ein Geist. Er war so lange angekettet gewesen, dass seine Haut über die Ketten wuchs. Es brauchte einen Moment, bis ich in dieser Hülle eines Mannes Jack Yates erkannte. Die Polizei kam an und Dr. Halstead wurde fortgeschafft. Die Ärzte bewegten Yates das erste Mal seit 15 Jahren. Der Boden unter ihm war für immer mit einem Fleck in Form seiner Silhouette gekennzeichnet. Sie versuchten, die Fesseln unter seiner Haut zu entfernen, aber der Schock war zu viel für ihn. Er starb am nächsten Tag. Ich sah zu, wie sie sein kleines Gefängnis zumauerten, versuchten, so zu tun, als sei es nie geschehen. Der geisterhafte Mann mag ein richtiger Geist geworden sein, denn die Angestellten der Anstalt behaupten immer noch, sein gequältes Jammern durch die Wände zu hören. Wow. Schon irgendwie krass, oder? Ich meine, da sperren die einfach mal einen Mann an Ketten und... Wow, da kriege ich echt gerade ein bisschen Gänsehaut. Wow. Also, wow. Dass sie dann aber die Anstalt hier nicht zugemacht haben, verstehe ich nicht. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Gefesselte Zwillinge. Iris hat eine Zwillingsschwester, okay.
Okay. Nein, nein. Lauf einfach. Lauf. Lauf einfach. Geh. Lass sie in Ruhe. Das Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war's? Was hast du gesehen? Armes Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Lass uns in Ruhe! Alles okay? Ronan. Es ist Rose. Flammen. Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben! Wer seid ihr? Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr! Na los, sie kommt mit uns. Nein! Sie nicht mit! Hör zu, willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit und suchst ihr aus. Ja, Moment, ich lese gerade erst. Iris und ihre Schwester wurden vom Glockenmörder gefasst. Iris entkam, aber ihre Schwester verbrannte, okay. Also irgendwie ist das alles noch merkwürdiger als... Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen die jetzt hier rauszukriegen. Oh shit. Kann ich hier die Tür... Dir das genauer an, Pfleger. Shit, Kamera. Ob ich mich je an die starrenden Augen gewöhnen kann? Nee. Ja. Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, einen Vertrag geschlossen zu haben mit Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat? Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Das ist die große Frage, Ronan. Ey, pff, ja, ich bin so toll da drin. Gala-Einladung.
komm schon. Oh. Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komm später nach. Geh. Gut. Komm, Iris. Okay. Was zur Hölle hat die Garde im Museum mit dem Mord an Rose zu tun? Untersuche die Gala auf Verbindung zum Glockenmörder. Wie können der Glockenmörder oder seine Tat mit der Gala in Verbindung stehen? Der Mord an Rose steht vielleicht mit den Ausstellungsstücken im Museum in Verbindung. Also heißt das... Ach du Fuck. Also es wird immer alles skurriler, ich weiß nicht, also... Oh, keine Ahnung, echt, das ist so... Brain... Fucking mein Kopf, alles, keine Ahnung. Das ist alles so... Durcheinander gerade, ich weiß nicht. War ich eigentlich schon mal hinten in der Gasse? Das ist alles so, weiß nicht. Mich interessiert es halt brennend, warum dieser Glockenmörder. Wer er ist vor allem, das interessiert mich. Und das zweite, was mich halt wirklich interessiert, warum tut er das? Und ich weiß nicht, so, ich sagte ja in den letzten Folgen so, ja, vielleicht ist es ja dieser Baxter. Was ich aber eigentlich gar nicht mehr so glaube. Und ich denke, wir betreten jetzt das historische Museum. Das passt zur Aufklärung einer Mordserie. All diese Morde haben die Stadt in Panik versetzt. Nun führt alles hierher, zu einer Gala, die eine Zeit feiert, zu der Salem sich in einer anderen Art der Massenhysterie befand. Das alles auf. Es tut mir sehr leid. Ab morgen stehen Karten für die Öffentlichkeit zum Verkauf. Wir haben uns umsonst in Schale geworfen. No. Das Museum muss ja gut laufen, wenn die es nicht nötig haben, uns reinzulassen. Ich konnte nicht hinaus. Das Feuer war gnadenlos. Ey, kann ich da durch? Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber kann ich nicht von hier aus... Nee, kann ich nicht. Versammelt euch und werdet Zeugen des gerechten Ablaufes eines Prozesses von höchst abscheulicher Natur. Nun zu euch, Goodwoman Putnam. Ihr seid des Mordes an 7 eurer eigenen Kinder angeklagt, von denen ihr behauptet, sie seien von den Mächten des Teufels geholt worden. Diese Freakshow liefert mir hoffentlich ein paar Antworten. Ich habe es nicht getan. Meine Teufelsbrut von Kind ist meine Anklägerin. Die Brut des Teufels ausgetragen zu haben? Kann ich jetzt nochmal durch? Und was testen? Oder? Ich komme nicht rein. Wieso waren überall Blaulichter? Oh no. Sind hier auch wieder Dämonen unterwegs? Nee. Ich hab bloß gedrückt. Da ist er.
ja. Nur 14. Nur. What the fuck ist das denn? What the hell? Okay, was ist das? Creepy. Creepy. Das waren doch Blaulichter. Nee. Würden Puritaner so etwas sagen? Die Stimme vielleicht etwas tiefer? Protokolle der Hexenprozesse. Kopien von Gerichtsprotokollen aus den Hexenprozessen Salems. Okay. Das Stück ist urkomisch, aber keiner kapiert's. Ja, wird es wohl wahr sein? Komisch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn sich mein eigenes Kind gegen mich wendet. Irre, dass das wirklich passiert ist. Ich weiß. Pranger. Muss ein ziemlich effektiver Weg gewesen sein, Leute öffentlich bloßzustellen. Ja. Ist nicht so schlimm wie andere Dinge hier drin. Wäre es nicht entsetzlich, den ganzen Tag auf den Raum eingeschlossen zu sein? Allein die körperlichen Unmöglichkeiten. Die Zeit ist gekommen, Abigail Williams. Nein. Du Geißel Salems. Es ist Zeit, für deine Sünden zu bezahlen. Galgen der Puritanen Ära. Das Geistermädchen aus der Gasse ist Abigail Williams und sie wurde vor Jahrhunderten mit diesen Galgen hingerichtet. Warte mal. Geister können ja in den Körper gehen und die eine Iris, nee, also die Schwester von Iris ist ja auch in ihren Körper gegangen. Vielleicht ist der Glockenmörder von früher ein Geist, der einen lebenden Menschen Besitz ergriffen hat und das alles macht. Könnte doch rein theoretisch auch sein, aber es ist aber wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, aber... Also war es eigentlich keine richtige Hinrichtung. Genau. Aber trotzdem starb jemand dadurch. Okay. Yep. Also, wozu das Ganze? Sie wollten Leute zum Reden bringen. Zum Reden? Wie sollten sie mit diesen schweren Steinen auf der Brust reden können? Gibt für mich auch keinen Sinn. Gestehe, Hexe! Gestehe deinen Bund mit den dämonischen Vertrag dunklen Kräften. Dämonischer Vertrag. Zu Zeiten der Puritaner Folter sind Leute, um Geständnisse zu einem dämonischen Vertrag zu erzielen. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ich meine so, ich kann ja auch hier in die Leute reingehen, ein bisschen zergreifen und mit denen machen, was ich will eigentlich so. Vielleicht gab es ja so einen Geist, der immer wieder ich weiß nicht, das klingt zwar weit hergeholt, aber... Vielleicht wisse ich ja irgendwie einen Geist von damals rächen irgendwie, aber... Ich erinnere mich an einen hellen Lichtblitz. Und dann... nichts. Du stehst da fünfmal rum. Oh, also hatte ich nicht nur die Hexerei da reingebracht, sondern auch alle möglichen anderen Dinge. Was ist fürs Tratschen da landen? Klar, aber...
auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Rose wurde genauso auf dem Scheiterhaufen verbrannt. What the hell? Das kommt mir auch so bekannt vor mit dem Stuhl. Und es gab doch schon einige Glockenmorde. Gut, um das hier anzugucken, würde ich sagen, Leute, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich frage mich, wie lange sie Leute unter Wasser gelassen haben. Lang genug, um äußerst unangenehm zu sein. Gerade eine Abmoderation. Und das haben alle zugesehen, während das geschah. Ja. Psst. Ach Gott, nee, hier reden überall welche im Moment. So. Also das da hinten gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und ich sage danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Eure Keeper.